Heute sitze ich nicht in meinem Büro, sondern bei fantastischem Wetter auf meinem Balkon, um euch eine Uhr vorzustellen, die ich auf einem Sammlermeeting filmen durfte. Es handelt sich um die Guinan Duograph Chronograph. Ich finde, es ist eine wunderschöne Uhr und würde sie euch sehr, sehr gerne näher bringen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Falls noch nicht geschehen, jetzt wäre ein perfekter Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren. Ihr könnt das tun unten rechts oder am Ende des Videos oben rechts. Aber jetzt zur Guinan Flieger. Die Guinan Duograph Chronograph ist eine Uhr aus dem erweiterten Programm der 40er Modelle von Guinan. Allerdings in zwei Punkten geändert. Es handelt sich nicht um einen klassischen Trikompax-Chronograph bzw. einen Chronograph mit drei Totalisatoren, sondern um einen Duograph. Das heißt, es gibt nur zwei Totalisatoren, und zwar für die 30 Minuten Stoppsekunde und die 12 Stunden Stoppzeitanzeige. Die permanent laufende Sekunde wurde nicht realisiert, um das Ziffernblatt so einfach und schlicht wie möglich gestalten zu können. Eben ein typischer Duograph. Die Uhr ist in meinen Augen sehr, sehr schön gemacht. Was mir als erstes aufgefallen ist, dass das Logo von Guinan erweitert wurde um den Schriftzug Frankfurt am Main. Obwohl es mehr Text ist und mehr Platz in Anspruch nimmt, erscheint mir persönlich das Logo dadurch nicht ganz so dick und präsent, wie es mir oft bei Guinan ist. Ich finde das eine sehr gute Lösung und mir gefällt das ausgesprochen gut. Die Uhr selber ist 200 Meter wasserdicht, hat einen Durchmesser von 40,6 mm und vom Boden bis zum Deckglas, welche beide übrigens aus Saphirglas sind, eine Höhe von 15,2 mm sowie einen Abstand zwischen den Hörnern, also die Bandanstoßbreite, beträgt 20 mm. Da musste ich doch gerade mal nachgucken. Also die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm. Der Abstand Horn zu Horn oder auf Englisch Lug to Lug beträgt 48,4 mm. Eine Angabe, die Guinan immer häufiger macht, und das finde ich extrem komfortabel und schön und würde mir wünschen, dass andere Hersteller das auch machen würden, weil das doch hilft zu schauen, ob die Uhr auf den persönlichen Arm passt, denn der Armumfang ist nicht immer aussagekräftig, sondern auch die Auflagefläche auf dem Arm, und dafür ist das Maß zwischen den beiden Hörnern, also von Horn zu Horn, entscheidend. Finde ich super, danke Guinan. Würde ich mir von anderen Herstellern, wie gesagt, auch wünschen. Die Uhr ist in meinen Augen extrem fair bepreist. Aktuell liegt der Preis bei 1578 Euro am Lederband bzw. 1735 Euro am Stahlband. Die Stahlbänder von Guinan, auch die blende ich euch hier ein, finde ich sehr gelungen und für den Preis auch außergewöhnlich hochwertig. Das Einzige, was ich vielleicht vermissen werde oder würde, ist der Sicherungsbügel an der Schließe. Aber ich habe von keinem bisher gehört, dass die Schließe nicht hält oder aufgeht. Insofern ist das vielleicht auch nur ein persönliches Empfinden und nicht wirklich ein Manko. Die Uhr selber hat einen relativ dicken Boden. Wenn man die Uhr einfach so betrachtet, wirkt es ein klein wenig unproportional. Am Arm führt es aber dazu, dass die Uhr eine relativ schlanke Seitenansicht hat. Sie erscheint also viel weniger hoch am Arm, als es die reinen Maße von über 15 mm vermuten lassen. Die Uhr hat geschützte Chronodrücker, die nicht verschraubt sind. Die Krone hingegen ist verschraubt und ebenfalls geschützt. Der typische Fliegerdrehring lässt sich in beide Seiten ohne Rasterung drehen. Die Stoppsekunde aus dem Zentrum heraus ist rot, was der Ablesbarkeit sehr zugutekommt und auch ganz klar einen Hinweis darauf gibt, dass es sich um eine Sonderfunktion handelt, nämlich die Stoppsekunde und nicht die permanent mitlaufende Sekunde der Uhrzeit ist. Diese, nämlich die permanent mitlaufende Sekunde der Uhrzeit, ist bei dieser Uhr nicht vorhanden.
zugunsten des Duograph-Erscheinungsbilds mit lediglich zwei Totalisatoren, was der Uhr in meinen Augen eine große Ruhe verleiht und sehr harmonisch wirkt. Ich mag diese Uhr sehr und könnte mir vorstellen, dass sie auch irgendwann einmal in meine Sammlung einzieht.